passen doch mal auf. Alma, mein Gott, was ist denn passiert? Wie siehst du denn aus? Alma, können wir bitte reingehen? Ich habe wahnsinnige Angst. Natürlich, komm. Na komm. Sie haben auf mich geschossen, auf mein Auto. Dabei sind mir die Splitter ins Gesicht geflogen. Es ist nicht so schlimm. Diese Gesichtswunden bluten immer so stark. Es sieht furchtbar aus. Aber es ist nicht so schlimm. Ich war gerade in mein Auto eingestiegen, wollte losfahren. Da war der Wagen neben mir. Sie haben zweimal geschossen. Erst in die vordere Scheibe und dann in die seitliche und in die Tür. Dann hat er gesagt, wenn du redest, treffen wir. Wer? Er hatte einen Hut auf, einen Schal vorm Gesicht, ich weiß nicht. Dann waren sie auch schon weg. Ist gut. Zieh dir deine Bluse aus, ich hol dir was von mir, ja? Ich arbeite seit 3 Jahren für einen Briefmarkenhändler. Ganz feiner Laden. Wir verkaufen nur ausgesuchte, teure Marken und Sätze an eine handverlesene Kundschaft. Mein Chef hieß Zenk. Matthias Zenk. Zenk hatte einen Freund. Ja, man muss schon sagen Freund. Terry Fuchs. Zuhälter, Drogenhändler, Gangster, Mafioso. Ich weiß nicht, warum diese Freundschaft bestand, aber sie war da. Sowas kenne ich. Gestern Abend gegen 6:30 habe ich das Geschäft verlassen. Zenk blieb noch. Als ich zu Hause war, merkte ich, dass ich meine Tasche im Geschäft hatte liegen lassen. Ich fuhr also zurück. Als ich in das Geschäft kam, lag Zenk tot auf dem Boden. Terry Fuchs stand vor dem geöffneten Tresor und nahm Dinge heraus. Geld, Briefmarken. Ich habe geschrien und bin weggerannt. Rein in mein Auto und weg. Nur weg. Ich bin in meine Wohnung gefahren, habe mich eingeschlossen. Terry rief mich an. Er sagte, er wird mich umbringen, wenn ich zur Polizei gehe. Wenn sie ihn ins Gefängnis stecken, wird einer seiner Freunde mich umbringen, hat er gesagt. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich bin gestorben vor Angst. Die ganze Nacht und den ganzen Tag habe ich gegrübelt. Dann habe ich es nicht mehr ausgehalten. Dann wollte ich zu dir fahren. Puh. Du bist der einzige Mann, zu dem ich Vertrauen habe. Auch wenn du mich damals sehr schlecht behandelt hast. Ja, ja, ich weiß. Es tut mir auch leid. Du meinst, sie wollten dich nicht treffen, sie wollten dich warnen. Ja, das haben sie doch gesagt. Nach dem Mord, inzwischen sind mehr als 24 Stunden vergangen, die Leiche müsste doch längst gefunden sein. War da bei dir nicht die Polizei? Es hat mehrmals geklingelt, aber ich habe nicht aufgemacht. Alma, du musst zur Polizei gehen. Nein, die bringen mich um. Die haben doch demonstriert, dass sie es können. Die Polizei wird dich schützen. Nein, du musst dir was anderes einfallen lassen, Rainer. Was Besseres. Muss ich? Bitte, Rainer.
Das bist du mir schuldig. Ich sterb vor Angst. Bleib ruhig. Es wird dir nichts passieren. Wo hast du dein Auto? Vorm Haus. Gibst du mir die Schlüssel? Wozu? Ich will sie in meine Garage fahren. Ja. Ja, tu das. Was willst du jetzt tun? Weiß ich noch nicht. Du bleibst jedenfalls erstmal hier. Für heute Nacht zumindest. Ist dir das recht? Ja. Danke. Sag mal, du hast erzählt, dass dein Chef und dieser Mafiose befreundet waren. Warum erschießt man einen Freund? Zenk, mein Chef, hat vorgestern ein großes Geschäft mit einem Kunden namens Odenthal gemacht. Odenthal ist reich, kauft sehr teure Stücke, zahlt mit Barschecks, bezogen auf eine Bank in Zürich. Das haben die beiden so vereinbart, damit die Verkäufe nicht über die Bücher gehen. Verstehe. Zenk war vorgestern in Zürich. Hat wahrscheinlich einen der Schecks von Odenthal kassiert. Um welche Beträge geht's denn da so? Einmal waren es 400.000 Mark, andermal 260.000. 400.000 Mark, bringt man dafür einen Freund um? Vielleicht waren auch teure Marken im Tresor. Das weißt du nicht? Ich nehme es an. Zenk war vorige Woche in London bei einer Auktion. Wen rufst du an? Die Polizei? Nein. Wen dann? Ein Privatdetektiv. Nein. Er ist ein Freund und arbeitet absolut zuverlässig. Sie hat die Nacht mit dir verbracht? Bei mir, nicht mit mir. Wo es einmal gebrannt hat, da genügt ein Windstoß und es lodert wieder auf. Na komm. Also hör zu, ich möchte, dass du dir zunächst diese Briefmarkenhandlung Zenk anschaust. Wenn da vorgestern Mord passiert ist, dann ist die Bude jetzt versiegelt. In der Zeitung stand nichts von dem Mord. Möchte wissen, warum. Merkwürdig allerdings. Und dann siehst du dir diesen Kunden von diesem Zenk, diesen Odenthal an. Hier ist die Adresse. Und heute Abend gehst du in einen Puff namens Hotel Montbijou. Oh, kenne ich. Und was mache ich da? Da siehst du den Geschäftsführer Terry Fuchs an und versuchst, was über ihn rauszukriegen. Da muss ich mich ja frei machen. Wer zahlt? Na, ich. Auch die Spesen im Puff? Du wirst ihn Grenzen halten. Du glaubst deiner Freundin nicht, was? Quatsch. Auf ihr Auto ist geschossen worden und sie wurde verletzt. Das steht doch nun fest, oder? Vielleicht lodert's noch nicht, aber qualmt tut's auf jeden Fall. Ciao, Bello. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yo. You keep lying when you ought to be truthing.
Guten Tag. Guten Tag. Ist der Zenk nicht da? Nein, leider. Kommen Sie rein. Was kann ich für Sie tun? Ja, ich bin ein alter Kunde und hätte gerne Herrn Zenker, also persönlich. Wie ist Ihr Name? Matula. M. Wie München. Ja. Ich habe Sie nicht in der Kartei. Merkwürdig. Vielleicht kann ich ja doch etwas für Sie tun. Wann kommt der Zenk denn wieder? Herr Zenk, der ist für längere Zeit verreist. Ah, und Sie sind sein Angestellter? Ja, mein Name ist Fritsch. Bisher war immer eine Dame hier, Frau... Frau Becker. Ja. Die ist auch verreist. Mit Herrn Zenk. Eigentlich wollte ich ein paar wertvolle Stücke verkaufen. Ich habe das auch alles schon mit Herrn Zenk besprochen, aber... Na, dann komme ich am besten noch mal wieder. Wie Sie meinen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Walter, bitte kommen. Ja, was gibt's? Bleib mal an dem Mann dran, der gleich rauskommt. Blond, blaue Wildlederjacke, Jeans. Sehen schon. Over. Roger. Los hinterher.
Hände hoch. Die Hände hoch. Bleiben Sie stehen. Wer sind Sie? Ich stelle hier die Fragen. Wer sind Sie? Mein Freund ist tot. Das ist nicht wahr. Er hatte nur wenige Freunde. Und die er hatte, sahen nicht so aus wie Sie. Haben Sie ihn erschossen? Sie sind wahnsinnig. Wo haben Sie die Pistole her? Sie ist ja nicht mal entsichert. So, und jetzt reden wir vernünftig. Haben Sie die Polizei schon angerufen? Nein. Seit wann sind Sie hier? Seit 10 Minuten. In welchem Verhältnis stehen Sie zu dem Toten? Ich war sein Privatsekretär. Ich war um 10 Uhr mit ihm verabredet. Sie haben einen Schlüssel vom Haus? Dann rufen Sie jetzt die Polizei an. Sie kennen sich ja aus. Warum ich? Warum nicht Sie? Ich möchte zumindest im Moment nicht in Erscheinung treten. Machen Sie Ihre Sache gut. Kriminalpolizei. Können Sie sich ausweisen? Verstehe. Protokoll machen wir daneben an. Na, alle Briefmarken verkauft? Es ist richtig, Herr Matula, dass Sie gewaltsam in das Haus Odenthal eingedrungen sind. Ich hatte mir durch ein offenes Fenster Zutritt verschafft, weil auf mein Klingeln niemand öffnete. Ich aber jemand hatte reingehen sehen. Haben Sie den jungen Mann, als er Sie mit der Waffe bedrohte, angesprungen, ihm die Waffe gewaltsam entwunden? Das war leicht. Sie war nicht mal entsichert. Haben Sie anschließend an dem Toten hantiert und im Tresor herumgestöbert? Ich habe mir den Toten angesehen, ja. Und habe in den Tresor geblickt, ja. Herr Matula, Sie waren heute Morgen um 9.20 Uhr im Geschäft des Briefmarkenhändlers Zenk, der vorgestern Abend erschossen worden ist. Und sind anschließend zum Haus von Friedrich Odenthal gefahren, der ebenfalls vorgestern Abend erschossen wurde. Richtig. Und? Sie haben dazu nichts zu sagen? Nichts. Ach, Sie meinen, das geht so? Ja. Sie arbeiten im Auftrag? Ja. Aber Sie wollen den Auftraggeber nicht nennen. Richtig. Und ich arbeite an der Aufklärung von 2 Morden. Scheißjob. Wo waren Sie vorgestern Abend zwischen 17 und 20 Uhr? Verstehe. Beantworten Sie meine Frage. Zu Hause. Zeugen? Keine. Sie sind vorläufig festgenommen, Herr Matula. Ich werde umgehend einen Haftbefehl gegen Sie erwirken. Verdacht auf Beihilfe bei 2 Morden. Ich kann auch so. Hallo? Hallo, schön, dass du schon da bist. Er weiß ganz genau, dass ich nicht der Täter bin. Er will mich nur einsperren, um mich zur Kooperation zu zwingen. Es geht nicht um das, was er weiß, es geht darum, was er dem Haftrichter sagt. Was hat er denn gegen mich vorzubringen?
Dass ich überhaupt gar keine Briefmarken besitze, über deren Verkauf ich mit Zenk hätte reden können? Oder muss ich etwa beweisen, dass ich Briefmarken habe? Allein der Besuch bei Zenk bedeutet gar nichts. Auch der bei Odenthal lässt sich erklären, obgleich du da in das Haus eingebrochen bist. Ich behaupte, dass ein Fenster offen war. Auch da muss er mir erstmal das Gegenteil beweisen. Ich habe nichts verbogen und nichts zerbrochen. Wenn du mich ausreden ließest, dann würde ich dir sagen, dass es keine deiner Handlungen für sich ist, die dich belastet, sondern der Umstand, dass du beide Tatorte nacheinander aufgesucht hast. Und du kannst niemandem verbieten, diese Gleichzeitigkeit zu sehen und dem Richter darzulegen. Ach, so ist das. Dinge, die jedes für sich in Ordnung sind, werden plötzlich zur Straftat, nur weil sie an demselben Morgen passieren. Mhm. Genau so ist das. Es ist weder verboten, betrunken zu sein, noch ist es verboten, Auto zu fahren. Und erst der deiner Meinung nach so nichtige Umstand der Gleichzeitigkeit macht daraus eine Straftat. Guten Tag, Herr Albert. Danke, Dr. Frank. Wollen wir, ehe Sie zur Staatsanwaltschaft gehen, einen Moment miteinander reden? Ungern. Sie können Ihren Weg ja dann gleich fortsetzen. 2 Minuten, bitte. Was werfen Sie Herrn Matula vor? Verdacht auf Beihilfe in 2 Mordfällen. Nun ja, Herr Matula hat einen Auftraggeber, der von einem der Mordfälle Kenntnis hat. Von welchem? Von dem an Zenk. Er weiß weiter, dass es eine Beziehung zwischen Odenthal und Zenk gab. Er beauftragte Matula, über beide Personen zu recherchieren. Und Sie, Herr Hauptkommissar, haben Matula bei dieser Recherche festgenommen. Sie versuchen, eine Haft durchzusetzen, obgleich Sie wissen, dass der Privatdetektiv lediglich seinen Beruf ausgeübt hat und die Annahme einer Beihilfe zu diesen Morden absolut falsch ist. Ich kann nicht tatenlos zusehen, dass Herr Matula der Polizei vorenthält, was er über die 2 Morde weiß. Na, sehen Sie? Jetzt liegen die Karten auf dem Tisch. Was Sie wollen, ist eine Beugehaft zum Erzwingen einer Aussage. Halten Sie es für richtig, dass Herr Matula einen Mörder legt? Ach, natürlich tut er das nicht. Und kein Haftrichter wird glauben, dass er es tut. Gut. Ich denke nicht weiter über den Haftantrag nach. Wenn Sie mir eine Frage beantworten. Ist Alma Becker, Zenks verschwundene Sekretärin, Matulas Auftraggeberin? Ich bin Matulas Auftraggeber. Dann ist Frau Becker Ihre Mandantin. Na, was gibt's? Sie können gehen. Aber Sie werden wiederkommen. Was sollte passieren? Ich bin kein Krimineller. Im Gegenteil, ich bekämpfe das Verbrechen genau wie Sie. Ja, wenn sich Geld damit verdienen lässt. Wieso? Bekommen Sie kein Gehalt? Oh doch. Aber ich tue nicht dafür meine Arbeit. Würden Sie sie auch tun, wenn das Gehalt ausbliebe? Warum sollte es ausbleiben? Stimmt. Warum sollte es? Wie gut kannten Sie Odenthal? Nur flüchtig. Er war 2 oder 3 Mal bei uns im Geschäft. Ja, und einmal war ich auch mit Zenk in seinem Haus. Und wer hat ihn umgebracht? Es ging Zenk geschäftlich nicht gut. Er schuldet mir noch 2 Gehälter. Gestern hast du gesagt, er hätte wahrscheinlich viel Geld im Tresor, weil er teure Marken an Odenthal verkauft hat. Ja, das ist kein Widerspruch. Er hatte die Marken nur in Kommission. Er hätte das Geld nach London bringen müssen. Sie hatten also Zenk für den möglichen Mörder Odenthals. Zenk allein hätte es nicht gewagt. Er war kein Gewalttäter. Aber zusammen mit Terry... Weißt du das oder vermutest du das? Die beiden waren am Dienstagvormittag bei Odenthal. Dort haben sie ihn gezwungen, einen hohen, sehr hohen Barscheck auszustellen. Danach haben sie ihn ermordet. Danach mussten sie ihn praktisch ermorden. Ja, und dann haben Sie noch seine wertvolle Briefmarkensammlung mitgenommen.
Alma, weißt du das oder vermutest du das nur? Zenk hatte am Dienstag um 10 einen Termin bei Odenthal. Er ist um 12.30 Uhr nach Zürich geflogen. Das hat er immer getan, wenn er Barschecks von Odenthal bekam. Er kam gegen 18 Uhr zurück, so viel weiß ich. Ist das nicht genug? Wieso hattest du so viel Einblick in den Ablauf eines Verbrechens? Weil ich seine Geliebte war. Möchten Sie allein speisen oder darf ich mich zu Ihnen setzen? Natürlich essen wir zusammen. Zu zweit macht doch alles viel mehr Spaß. Bitte sehr. Haben Sie schon mal den Film gesehen, Tom Jones zwischen Bett und Galgen? Nein. Da kommt eine Fressszene drin vor, die sollten wir unbedingt nachspielen. Gern. Dazu brauchen wir Austern. Krebsschwänze. Und Birnen. Lassen wir, ich bin heute nicht in Stimmung. Wieso? Gefalle ich dir nicht? Oh. Erzähl mir lieber was über den Betrieb hier. Gern. Was möchtest du wissen? Was zum Beispiel weißt du über Terry? Wer ist das? Ich fürchte, da müssen wir über Prostitution reden. Ein Bulle, hm? Nein, nein. Aber ich kann dich trotzdem anzeigen. Prostitution ist nicht strafbar. Du bist Ausländerin. Ich hoffe, du hast eine Aufenthaltsgenehmigung. Scheiße. Immer dasselbe. Pass auf, Mädchen. Behalte das Geld, aber sag mir, was du über Terry Fuchs weißt. Er führt das Hotel hier. Das weiß jeder. Und sonst? Sonst nichts. Wie viel von dem Bierschein muss er an Terry abliefern? Nichts. Hm? An Terry nichts. 200 kassiert der Joe von mir. Und andere von den anderen Mädchen. Aber der Terry kassiert nichts. Du meinst, er kassiert von Joe und den anderen Jungs? Das weiß ich nicht. So ist das nun mal, ich weiß es nicht.
Ich zahle an Joe und was der zahlt... Ich verstehe. Terry ist nicht zu packen. Von dir sicher nicht. Okay, dann was anderes. Kennst du Zenk? Aha. Jetzt verstehe ich. Er ist ermordet worden. War ein Freund von Terry. Ich glaube, ein guter Freund. Weiter nichts. Weiter nichts. Bei meiner Ehre. Kennst du seine Sekretärin? Flüchtig. Sie kam auch her. Ich habe mal ein Glas Sekt mit ihr getrunken. Aber kennen tue ich sie nicht. Ich glaube, sie schläft mit ihm. Ich meine, sie hat mit ihm geschlafen. Mit Zink. Aber dabei war ich nicht. Wo war Terry am Dienstagabend? Oh, das weiß ich nicht. Du bist ein liebes Mädchen. Ciao. Ganz schön heiß hier. Für Terry Fuchs sicher zu heiß, oder? Oder kommt er manchmal? Was ist denn? Ihr kennt ihn doch. Oder hat euch die Hitze die Sprache verschlagen? Schade. Lass mich hier raus! Was willst du hier? Raus! Alma? Ich habe Angst. Ich kann nicht schlafen. Bitte lass mich zu dir. Komm. Wie ich dich damals verlassen habe. Das ist... Wer ist dein Auftraggeber, Matula? Lass mich hier raus! Was passiert einem, wenn man sich in Dinge einmischt, die einen nichts angehen? Ich warne dich. Oh.
Hände auf die Theke, einen Meter zurück. Wer ist für die Sauna zuständig? Ja, Automatik. Sie sind Terry Fuchs. Ja. Und sind Geschäftsführer dieses Hotels. Ja. Führt sie ab. Ja, aber was wird uns vorgeworfen? Körperverletzung, Zuhälterei, Verdacht auf Rauschgifthandel. Kommen Sie, Matula. Wir hätten gern zwei Bier. Wichser. Müssen wir uns selber bedienen? Übrigens, danke. Kommt ein bisschen spät. Ich musste ja erst mal zur Buße kommen. Ist aber schön, dass Sie mir dankbar sind. Feiner Charakterzug. Noch schöner wäre es, wenn Sie mir aus Dankbarkeit ein bisschen was erzählen würden. Wenn ich was wüsste, würde ich es tun. Ehrlich. Wer hat Ihrer Meinung nach Odenthal umgebracht? Terry? Oder Zink? Oder beide? Und was ist mit Zinks Mitarbeiterin? Ist sie auch tot? Nein. Ist sie Ihre Auftraggeberin? Ja. Wo steckt sie? Keine Sorge, ihr passiert nichts. Weil Sie sie beschützen. Sie können ja nicht mal auf sich selbst aufpassen. Beim nächsten Mal hole ich Sie nicht raus. Doch. Sie können nicht anders. Warum erzählen wir Albert nicht, was wir wissen? Ach, was wissen wir denn mehr als er? Doch nur das, was uns Alma erzählt hat. Immerhin war sie Augenzeugin eines Mordes. Ich kann Sie doch nicht zwingen, das der Polizei zu sagen. Ich kann es ihr raten, und das habe ich getan. Keinesfalls kann ich zur Polizei gehen und weitergeben, was mir eine Mandantin anvertraut hat. Ja? Ein Terry Fuchs. Er sagt, es sei dringend. Ja gut, ich nehme ihn. Ich rufe aus dem Untersuchungsgefängnis an. Ich möchte, dass Sie mich vertreten. Ich möchte, dass Sie mich hier rausholen. Ja gut, ich komme zu einer Besprechung. Wo stecken Sie denn genau? Wie kamen Sie auf mich? Sie haben meinen Namen in der Stadt. Ich habe einen Freund namens Matula. Sie kennen ihn. Hat er mich vielleicht empfohlen? Matula? Matula, sagen Sie? Kenne ich nicht. Er war gestern Abend in Ihrem Hotel. Ich kenne doch nicht alle meine Gäste. In der Sauna? Da gab es einen Unfall. Eine Tür klemmte. Und daraus will man mir eine Körperverletzung konstruieren. Da kommen wir doch raus. Leicht. Rauschgifthandel ist auch absurd. Bei einigen Leuten wurde Kokain, bei anderen Marihuana gefunden. So. Und was habe ich damit zu tun? Soll ich meine Gäste filzen, bevor ich sie ins Haus lasse? Na klar, auch da kommen wir raus. Bleib Zuhälterei. Ich habe noch nie in meinem Leben auch nur einen Pfennig von einem Mädchen genommen. Auch nicht von Alma Becker? Sind Sie verrückt? Alma ist nicht eines von meinen Mädchen. Alma war die Lebensgefährtin eines verstorbenen Freundes. Seien wir genau. Das macht sich vor Gericht besser. Ich weiß jetzt nicht genau, was Sie meinen. Eines ermordeten Freundes wäre genauer. Gut. Aber was hat das mit meiner Verhaftung zu tun? Alma Becker ist meine Mandantin. Wenn Ihr Fall irgendetwas mit ihr zu tun hat, kann ich Sie nicht vertreten. Was mir vorgeworfen wird, hat nicht das Geringste mit Alma zu tun. Danke, ich rauche nicht. Wie gut kannten Sie Zenk? Wir waren Freunde, das sagte ich doch. Ja, war Zenk Ihr persönlicher Freund oder ein Geschäftsfreund? Ich hatte nichts Geschäftliches mit ihm zu tun. Ich interessiere mich nicht für Briefmarken.
Am selben Tag wie Zeng wurde ein zweiter Mann ermordet. Davon weiß ich nichts. Das stand in der Zeitung. Odenthal hieß das Opfer. Er war Kunde von Zeng. Kannten Sie ihn? Nein. Alma Becker behauptet, dass Sie ihn kannten. Ich kenne keinen Odenthal, gleich was Alma sagt. Ich will, dass Sie mich herausholen. Das ist alles. Ich kann Sie nicht vertreten. Wieso denn nicht? Mir wird Körperverletzung, Zuhälterei, Rauschgifthandel vorgeworfen. Das hat doch nichts mit Alma zu tun. Haben Sie Alma Becker gedroht, sie umbringen zu lassen, wenn sie der Polizei erzählt, was sie gesehen hat? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Was soll ich damit zu tun haben? Das weiß ich noch nicht. Und solange ich das nicht weiß, kann ich Sie nicht verteidigen. Und warum sind Sie dann hergekommen? Um Ihnen das zu sagen. Terry Fuchs zuckt mit keiner Wimper, wenn man die beiden Morde erwähnt. Terry? Wieso hast du mit ihm gesprochen? Ich dachte, er ist verhaftet. Ich war bei ihm im Gefängnis. Er will, dass ich ihn verteidige. Das darfst du nicht. Na, hör mal. Ihm steht auch ein Verteidiger zu. Rainer, das darfst du nicht tun. Hey. Ich tue es ja auch nicht. Er verteidigt sich selbst sehr geschickt. Ich bin sicher, er ist da bald raus, auch ohne mich. Entschuldige. Guten Tag. Guten Tag. Ich soll diese Blumen für Dr. Frank abgeben. Ja, dann geben Sie mal her. Bitte schön. Moment. Danke. Danke. Woher kommen Sie denn? Firma Belle Fleur, Kaiserring. Wiedersehen. Wiederschauen. Nanu, du hast doch nicht Geburtstag. Was ist denn? Wer schickt dir die Blumen? Für Alma von einem, der Sehnsucht nach dir hat. Wer kann das denn sein? Das weiß doch niemand, dass ich hier bin. Nö. Außer mir und Matula. Und der pflegt nicht gerade durch die Blume zu sprechen, wenn er Sehnsucht hat. Hast du zu Terry irgendwas gesagt, woraus er schließen kann, dass ich hier bin? Natürlich nicht. Aber er weiß es. Er muss es wissen. Warum bist du dir eigentlich so sicher, dass die Blumen von ihm sind? Von einem, der Sehnsucht nach dir hat. Das ist er. Das ist sein Zynismus. Der hat Sehnsucht danach, mich umzubringen. Komm, beruhig dich. Ich mache dir einen Vorschlag. Alles, was du sagst. Du machst eine Aussage vor einem Notar. Dass du Terry neben der Leiche Zengs und an seinem Tresor gesehen hast. Warum? Ich lasse Terry wissen, dass es diese notariell beglaubigte Aussage gibt und dass sie der Polizei zugestellt wird, wenn dir etwas passiert. Wenn mir etwas passiert? Du kalkulierst meinen Tod einfach so ein. Das ist doch Blödsinn. Ich will deinen Tod verhindern. Ist das denn falsch? Komm, einmal lass uns zum Notar gehen. Was, jetzt? Ja. Nein, ich verlasse diese Wohnung nicht. Der Notar ist hier im Haus, 2 Stockwerke unter uns. Aber du bleibst bei mir. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Thank you.
Sind Sie der Fernmeldetechniker? Ja. Kommen Sie rein, wir haben nicht viel Zeit. Bitte. Ja, bitte. So, hier ist die Reinschrift. Danke. Wenn alles richtig ist, dann unterschreiben Sie. Terry Fuchs ist frei. Was? Wieso lassen Sie einen Mörder frei? Er ist nicht wegen Mordverdacht festgenommen worden. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Zenk selbst in Zürich das Geld abgeholt hat. Vielleicht war es Terry. Das halte ich sogar für wahrscheinlich. Ja, und wenn? Man müsste nach Zürich gehen, zu der Bank, mit einem Foto von Terry. Man müsste den Bankbeamten, der das Geld ausgezahlt hat, fragen, ob es dieser Mann war. Mhm. Wenn er es war, dann hätten wir noch was gegen ihn. Was Konkretes. Etwas unabhängig von meiner Aussage. Ja. Klingt ganz gut. Ich kann ja mal die Polizei informieren. Nein. Flieg du nach Zürich. Wann denn? Morgen früh. Morgen früh geht nicht. Ich habe um 12 Uhr einen Termin. Dann flieg noch heute Abend. Geh gleich morgen früh zur Bank. Dann kannst du sicher um 12 zurück sein. Na gut. Ach, woher kriege ich denn ein Foto von Terry Fuchs? Ich habe eins. Von Zenk, auf dem auch Terry ist. Es ist in meiner Tasche, ich hol's. Ja, guten Tag, Frank. Sagen Sie bitte, geht heute Abend noch eine Maschine nach Zürich? Und haben Sie noch einen Platz frei? Und wann geht's morgen früh zurück? Ja gut, dann machen Sie bitte folgende Buchung. Mein Name ist Frank. Josef Reiner, hör zu, es geht um Folgendes. Thank you.
Alma? Hände hoch, Hände hoch! In meinem sind keine Platzpatronen. Darf ich mal bitte? Das Gespräch wurde heute um 20.47 Uhr geführt. Von diesem Apparat. Hotel Montbijou, guten Abend. Ich möchte Terry sprechen. Wer spricht da bitte? Alma Becker. Einen Moment bitte. Terry Fuchs? Terry, ich bin's Alma. Du, ich muss dich sprechen. Du musst mir helfen. Wo bist du? In der Wohnung von Rechtsanwalt Frank, Walter Kolbstraße 9 bis 11. Er hat mich hier eingeschlossen, aber er ist im Moment nicht da. Bitte komm her und hol mich hier raus, du. Ich muss untertauchen. Was ist denn los? Terry, ich kann dir das jetzt nicht erklären. Ich habe Zenk erschossen. Ich habe eure Beute gestohlen. Aber ich will das Geld nicht für mich allein. Ich teile auch mit dir. Wo ist das Geld? Versteckt. Hast du auch die Briefmarken? Ja. Komm sofort her, dann teilen wir. Hol mich hier raus. Wieso kann Frank dich ein... Verstehe. Zenk und Terry haben Odenthal beraubt und ermordet. Frau Becker wusste davon. Als Zenk mit der Beute in sein Geschäft kam, hat sie ihn erschossen und die Beute an sich genommen. Dann hat sie selbst auf ihr Auto geschossen, sich selbst verletzt und hat sich bei Frank versteckt. Als sie allein war, hat sie mit dem eben gehörten Gespräch Terry zu sich gelockt, in der Absicht, auch ihn zu erschießen. Dann konnte sie behaupten, Terry habe Zenk ermordet. Und sie habe in Notwehr Terry erschossen. Das ist nicht wahr. Rainer, das ist alles nicht wahr. Rechtsanwalt Frank sollte Frau Beckers Aussagen bestätigen und sie vor Gericht vertreten. Falls es überhaupt zur Verhandlung gekommen wäre. Aber damit scheint er jetzt Schwierigkeiten zu haben. Wo sie ihm doch einen großen Strauß Blumen geschickt hat. Bitte, Rainer, bitte lass mich jetzt nicht im Stich. Ich habe Zenk erschossen. Er hat mich gedemütigt, ausgebeutet die ganzen Jahre. Er hat Odenthal ermordet, weil er zu seiner Frau zurück wollte. Er dachte, sie hätte ihn ohne Geld nicht genommen. Rainer, das musst du dem Gericht erklären. Die dürfen mich nicht einsperren. Nicht für immer. Ich werde dich verteidigen, Alma.